Hallo zusammen, ich grüße euch. Ja, heute zeige ich euch, wie Sie mit OpenOffice-Reiter einfach eine Formatvorlage so öffnen können und auch anwenden können. Also, wir öffnen zum Beispiel unsere Formatvorlage entweder hier, dann klicken Sie einfach da und auf der rechten Seite sehen Sie schon Formatvorlage und hier oben haben Sie einfach die Absatzvorlage, die Zeichenvorlage und hier Rahmenvorlage und Seitenvorlage und Listenvorlage auch. Also, wir haben verschiedene ja, Vorlagen einfach da. Und Sie haben auch die Möglichkeit, über Format zu gehen und dann Formatvorlagen. Oder aber Sie können einfach auf Ihre Tastatur die F11 einfach drücken und sofort haben Sie auch das Fenster. Und jetzt können Sie zum Beispiel mit Formatvorlage einfach mit Absatzvorlage zum Beispiel anfangen und diese Titel einfach hier als, ja, diese Absatz einfach als Titel einfach ja, anwenden. Also dann gehen wir einfach auf Formatvorlage haben wir schon und hier sehen wir einfach Titel oder Überschrift können wir auch als Überschrift anwenden. Dann doppelklicken wir einfach drauf und sofort sehen Sie schon, es hat sich geändert. Und wenn Sie nochmal weiter bearbeiten wollen, zum Beispiel etwas ändern wollen, dann gehen Sie einfach mit der rechten Taste und dann ändern und dann öffnen sich dieses Fenster hier und dann könnten Sie zum Beispiel die Schriftart nochmal ändern, die Schriftgröße können Sie zum Beispiel nochmal ändern. Und Sie haben auch die Möglichkeit, nochmal die Schrift alles einfach zu ändern, wie Sie wollen. Wenn Sie fertig sind, dann drücken Sie einfach auf OK. Und Sie sehen schon, wie es sich geändert hat. Und wenn Sie weitere Änderungen einfach vornehmen wollen, dann gehen Sie wieder hin, zum Beispiel Schrifteffekte. Sie wollen zum Beispiel mit Schatten so haben. Dann machen Sie es und dann könnten Sie einfach sofort nochmal auf OK drücken und sofort haben Sie einfach die Sache schon geändert. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel mit der Zeichenvorlage arbeiten wollen, dann werde ich das in dem nächsten Video einfach euch beibringen.